Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal Teil 3 meiner kleinen Serie bei tiefen Temperaturen im Tesla Model 3 SR Plus unterwegs. Was verbraucht er bei diesen Temperaturen? Ja, heute ist Mittwoch und die mein Video gestern gesehen haben, die werden sich vielleicht erinnern, dass ich gestern gesagt habe, dass ich heute nicht arbeite, und genauso ist es. Überraschenderweise, aufgrund der Witterung, musste ich heute nicht arbeiten. Aber ich habe gedacht, ich habe trotzdem ein Recht auf ein Mittwochsvideo, weil ich sag mal, hier haben wir zumindest jetzt mal 24 Stunden, wo das Fahrzeug wo das Fahrzeug in der Tiefgarage steht, und zwar nicht an der Wallbox. Ich habe es gestern auf 90% aufgeladen, ungefähr bis 20 Uhr. Jetzt haben wir es wieder fast 20 Uhr und jetzt schauen wir doch mal, wie jetzt der Akkustand ist. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, das hatte ich vergessen, die Lampe anzumachen, aber jetzt ist er an. Ja, und wie schaut es jetzt aus? 24 Stunden später, wie ist der Akkustand? 90% abgestellt gestern Abend. Jetzt haben wir es 19:39 Uhr. Ich habe gerade mal mit dem Handy geschaut und wir haben einen Akkustand von 85%. Das heißt, mich haben die 24 Stunden 5% Akku gekostet. Wenn man dann aber mal genau schaut und mal direkt auf die App drauf geht, seht ihr hier auch im Video, dann sieht man, dass es hier einen blauen Bereich gibt. Das heißt, eigentlich muss man sehen, dass der Akku voll ist inklusive des blauen Bereiches. Und da sieht man auch, dass dann der schwarze Strich bis zum weißen Balken sehr gering ist. Also ich würde mal sagen, wenn nicht Winter wäre, wir nicht Minusgrade hätten, ich glaube aktuell sind es 3 Grad Minus in der Tiefgarage, sieht man übrigens auch an dem Foto, ja, minus 1 im Innenraum. Ja, wenn wir keine Minusgrade hätten, hätten wir wahrscheinlich, es sieht aus wie 88%. Das heißt, wir reden hier von 2% Verlust in 24 Stunden, was für ein Tesla wahrscheinlich okay ist. Aber ich weiß, VW gibt wohl eine Garantie oder weißt du irgendwo in den Unterlagen darauf hin, dass sie sagen 2% in einem Monat. Ja, aber das ist wieder eine völlig andere Geschichte. Ja, also ihr seht, so sieht's aus. Das Auto wurde nicht bewegt. Es stand den ganzen Tag in der Tiefgarage und ich habe auch nicht es per App oder so geweckt. Das ist jetzt das erste Mal, 19:39 Uhr, und wir haben 85% Akkustand. Ja, das halten wir mal fest. Und dann wird es ja schon mal ganz interessant, wenn ich morgen früh einsteige. Und ja, morgen fahre ich wieder auf Arbeit. Wenn ich morgen früh einsteige und dann mal sehen, was dann daraus geworden ist. So, ich trage mal hier in die Tabelle den Wert von 85 ein, für Mittwoch, für heute. Und nicht wundern, ich werde dann die fertige auch hier, also ihr seht quasi die fertige Tabelle im Video. Lass mich das mal kurz noch hier einstellen alles. So, ja, also ich habe den Mittwoch mal jetzt hier grau hinterlegt, weil ich bin ja nicht gefahren. Und dann sieht man jetzt, man sieht hier, 90% war es aufgeladen, quasi am Dienstag, und am Mittwoch war es dann also heute 85%, und das aber nicht beim Wegfahren heute früh, sondern jetzt, heute Abend, also 24 Stunden später. Ich habe es erstmal hier so eingetragen in die Liste, weil ich muss es ja irgendwo eintragen. Ich habe dann die ganze Liste durchweg 85% rausgemacht, weil ich bin ja nicht gefahren, nur damit das System hier die Tabelle richtig rechnet. Und ja, jetzt seht ihr, Verbrauch 0 ist ja klar, ich bin ja nicht gefahren heute. Verluste auf Arbeit hatte ich auch keine, auch 0. Aber wir haben natürlich Verluste zu Hause. Und das sind hier 5%. Das macht dann einen Verbrauch, also wir sind keine Kilometer gefahren, ist ja klar. Das macht dann ja einen Verbrauch von 2,5 Kilowattstunden. Macht 75 Cent, was ja jetzt wirklich wenig ist. Aber da sind natürlich 10 Tage auch 7,50 Euro, das ist klar. Aber ja, ich sag mal jetzt, ich bin eigentlich doch ein bisschen positiv überrascht. Weil wenn jetzt wir nicht den blauen Streifen noch im Akku hätten, wenn wir also Plus-Temperaturen hätten, hätte ich vielleicht 89% gehabt nach einem Tag, vielleicht auch 88%, aber das ist für einen Tesla wirklich okay. Ja, also kann man eigentlich nicht meckern. Ja, okay, so viel jetzt zum Stand. Jetzt wisst ihr auch mal, wie die Verluste bei den Temperaturen sind, bei den Minusgraden sind, für über den ganzen Tag, über 24 Stunden gesehen. So, das ist aber nicht alles. Ich werde euch natürlich noch mehr erzählen. Und zwar möchte ich noch so ein paar Hinweise geben. Ja, und zwar kleine Korrekturen in der Tabelle. Jetzt habe ich die schon geschlossen. Ich rufe sie nochmal auf. Ja, und zwar war gestern der Wert doch nicht so völlig in Ordnung. Und ihr seht es vielleicht hier. Eigentlich wollte ich es dann mit dem Video anfangen. Ihr seht es ja hier. Also was ich gestern falsch gemacht hatte, war, ich hatte die 6% Verluste auf Arbeit, im Stand auf Arbeit, hatte ich mit in diese kompletten, in diesen kompletten Verbrauch mit eingerechnet. Ja. Deswegen seht ihr jetzt hier, sind 21,5.
Ich muss dann selber mal schauen, wie viel das vorher war. Ich glaube, es waren 24 oder 23,5. Das heißt, das verringert sich etwas, weil natürlich diese 6% auf Arbeit schon in dem 31% Verbrauch inklusive Verluste sind. Ja, die sind ja hier mitten dazwischen. Das heißt, die sind schon dabei. Die habe ich hier quasi nochmal mit dazu gerechnet. Die muss man natürlich rausrechnen. Ja. Und wenn man das macht, und ich habe schon die Formel entsprechend geändert, bleiben nur noch der Verbrauch und die 12% Verluste über Nacht mit Vorheizen, wohlgemerkt, so dass man dann hier auf diese 21,5 Kilowattstunden kommt. Und das macht dann einen Verbrauch von 6,45 Euro. Und wir erinnern uns, gestern waren es 7 Euro, also ca. 14 Euro. Jetzt sind wir bei 13 Euro. Bei 13 wow. Euro. Sogar leicht unter 13 Euro. Also es ist doch nicht ganz so schlimm, obwohl es auch nur 1 Euro ist. Ja, ich habe das gestern bemerkt, nachdem ich das Video nochmal angeschaut hatte. Und da habe ich lange überlegt, oh, was machst du? Aber ich denke, ja komm, das ist nicht so schlimm, das kannst du im nächsten Video erklären. Habe ich hiermit getan, damit alles eine Richtigkeit hat. Also wir reden jetzt von Dienstag Verbrauch 6,45 Euro, macht dann ungefähr knappe 13 Euro pro Tag, also 1 Euro weniger. Ja, aber es muss ja alles schon mit dem rechten Ding zugehen. Ja, das nochmal zu der Tabelle. Und zu den Vampirverlusten jetzt über die 24 Stunden. Jetzt aber gehen wir nochmal zu den anderen Themen, die ich heute nochmal kurz ansprechen wollte. Und zwar, ja, eure Kommentare. Und ihr habt ja mich mit Kommentaren zugeschüttet. Das ist ja Wahnsinn, wie gut das Video gelaufen ist. Ich habe selber sehr gestaunt, aber ich könnte mir schon denken, dass viele interessiert sind, wie ist das denn mit einem Elektroauto bei solchen tiefen Temperaturen? Und dann war es ein bisschen blöd, dass ich heute nicht auf Arbeit gefahren bin, aber so ist das Leben. Ja, Montag ging es ja auch nicht. Ja, für die, die nochmal gefragt haben, nochmal ganz wichtiger Hinweis, ich nutze den Sentry-Modus weder auf der Arbeit noch zu Hause. Man kann ja im Fahrzeug einstellen, Sentry-Modus nicht bei deinen Favoriten. Also ich habe quasi viele Adressen als Favoriten eingegeben, kann man jede Adresse machen, wie man lustig ist. Und da ist der Sentry-Modus in der Regel aus. Das heißt, da läuft es natürlich nicht, ansonsten wären die Verluste noch viel höher. Ja, das nochmal zum Sentry-Modus. Dann gab es nochmal so eine interessante Idee, aber ob die so stimmt, das weiß ich nicht. Jemand hat geschrieben, man sollte vielleicht immer mit Navi fahren, weil dann sieht das Fahrzeug, wie weit ich fahre und überlegt sich selber, berechnet selber, lohnt es sich da den Akku vorzuwärmen oder nicht. Ich glaube eher, dass das nicht funktioniert. Ja, man kann es ja vielleicht mal ausprobieren. Ja, und dann nochmal als letztes Thema. Einige von euch haben geschrieben, boah, es ist 24 Grad und Winterjacke an. Du musst es ja nötig haben oder du musst ja empfindlich sein oder ist es bei dir trotzdem im Auto so kalt, dass du frierst? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, noch nie vergessen, ich spreche hier für das 2019er Model 3 und bei mir ist es so, dass die Heizung wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe die Jacke nur aus einem Grund an, ich habe meine Arbeitssachen darunter und ich möchte das nicht verpixeln müssen alles. Ja. Und deswegen habe ich meine Jacke an, das ist im Grunde die ganze Erklärung. Und da ich morgen was anderes mache, habe ich morgen meine zivilen Sachen an und da werde ich dann keine Jacke anhaben, dann könnt ihr es mal sehen, wenn ich dran denke. Ja, also das ist der Grund. Nochmal zur Heizung prinzipiell. Hat auch jemand geschrieben, misst mal die Temperaturen im Auto. Ist so blöd, da müsst ihr ja irgendwie mehrere Thermometer irgendwo hinpacken und sowas, das ist blöd. Aber ich kann euch meine gefühlten Erfahrungswerte sagen und die sind so. Und da war ich eigentlich von Anfang an beim Model 3 erstaunt. Bei mir ist es so, dass der Fußraum wirklich schnell, ich sag mal, extrem warm wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich verbrenne mir regelrecht die Füße und das, obwohl nur 24, 23, manchmal auch 21 Grad eingestellt ist. Also irgendwie ist diese Lüftung automatisch so eingestellt. Ich weiß, man kann das verstellen, ja, Mitte, oben, unten. Ich lasse es immer auf Automatik. Da übrigens auch noch ein interessanter Hinweis. Es ist so, wenn ihr jetzt bei den Minustemperaturen, es gibt also viele, einige von euch, die sagen sich, Klimaanlage kann man immer auslassen. Die kann man nur anmachen, wenn es wirklich mal sehr heiß ist und man dann gekühlt haben will. Ich fahre eigentlich schon, seitdem es Autos mit Klimaanlagen gibt, seitdem ich Autos mit Klimaanlagen fahre, und das ist bestimmt schon 20 Jahre, vielleicht auch 25 Jahre, habe ich die Klimaautomatik, wir reden jetzt von der Klimaautomatik, nicht manuelle Klimaanlage. Also ich habe immer darauf geachtet, dass meine Autos eine Klimaautomatik haben, weil mich das genervt hat, das laufende Hoch- und Runterstellen. Ja, und bei Klimaautomatik habe ich mir angewöhnt, die immer anzuhaben. Und da bin ich auch bis jetzt wirklich sehr gut gefahren. Ich habe nie Probleme gehabt mit Schleimhäuten oder mit ausgetrockneten, was weiß ich, hatte ich nie Probleme oder mit Augen, mit trockenen Augen, hatte ich nie Probleme gehabt, hat prima funktioniert. Und das kann ich auch aus meiner Erfahrung jedem raten. Natürlich gibt es auch Menschen, Mitmenschen, die sehr empfindsam sind und die sagen, das ist mir zu trockene Luft, das ist mir unangenehm. Ja, dann geht's eben nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass das eigentlich die beste Variante ist. Und jetzt ist das Interessante, beim Tesla Model 3 habe ich nun gesehen, bei den niedrigen Temperaturen
Sobald ihr auf Auto drückt, also Automatik alles, geht sogar die Klimaanlage aus. Sieht man auf diesen blauen Knöpfen, auf dem Display. Das bedeutet, das Model 3 entscheidet selber, schalte ich die Klimaanlage ein oder schalte ich sie aus. Also müsst ihr euch da wirklich nicht drum kümmern. Und natürlich möchte ich, dass die Temperatur automatisch gehalten wird. Deswegen stelle ich immer auf Automatik. Und da habe ich jetzt gestern oder vorgestern gesehen, dass sogar die Klimaautomatik, also das Klima automatisch ausgeht. Ja, also auch das spricht dafür, die Klimaautomatik einfach zu lassen, also einfach immer auf alles auf Automatik zu stellen und das Auto selber entscheidet das und damit habt ihr auch nie Probleme mit beschlagenen Scheiben. Gerade wenn ihr 3, 4, 5 Grad plus habt oder im Regen, habt ihr nie und ich fahre da schon, wie gesagt, 25 Jahre sehr gut und jetzt habe ich eben gesehen, dass auch im Model 3 es selber entscheidet, wann es die Klimaanlage an sich ausschaltet. Ja, das nochmal so zur Klimaanlage und zur Innenraumtemperatur. Also ich bin sehr zufrieden mit den Temperaturen im Innenraum. Die Füße werden immer zuerst warm und die werden richtig warm. Ich habe immer warme Füße. Bin ich echt erstaunt und teilweise habe ich das Gefühl, dass die sogar zu heiß sind. Und dann muss ich wirklich die Temperatur runterstellen. Ja, und wenn ihr wisst, wenn die Füße warm sind und der Hintern warm ist und der Rücken warm ist, Stichwort beheizbare Sitze, dann gibt es da keine Probleme mehr, dann friert ihr auch nicht. Und so ist es bei mir zumindest. Ich habe jetzt gehört, dass es bei dem China-Modell, wo nicht so ganz sein soll, kann ich aber nicht versprechen, ich kann nur von meinem Modell reden. Und da ist es wirklich so, ich habe mit der Heizung wirklich keine Probleme, da bin ich sehr zufrieden. Jetzt noch als letzter Hinweis, bevor jetzt hier Schluss ist, ihr seid erlöst. Als letzter Hinweis, einige von euch haben geschrieben, ich soll doch mal ausprobieren, wie das so ist, das Model 3 bei diesen Temperaturen am Supercharger zu laden, weil ja wohl das China-Modell sehr große Probleme hat mit Schnellladen, kann ich mal machen. Ich gehe mal davon aus, dass es noch ein paar Tage so kalt bleibt und dann vielleicht mal am Wochenende mal zum Supercharger fahren. Von hier werden wir das Auto über Nacht wie immer stehen lassen, werde es mal nicht nachladen, vielleicht nur mit 20% losfahren, das ist nicht weit. Nempels, das sind vielleicht ja, 15 Kilometer oder so. Und natürlich wird er das Auto vorheizen beim Fahren, das ist klar, sobald ich einstelle, Supercharger wird er das machen, dann wird er den Akku vorkonditionieren. Aber es ist ja nicht weit und kann ich mal probieren und mal sehen, wie er schnell lädt. Das werde ich mal aufnehmen, euch mal zeigen. Das, denke ich mal, ist auch eine ganz interessante Sache, die viele vielleicht interessieren wird. Aber das gibt's dann erst, wenn die Arbeitswoche hier vorbei ist. So, morgen geht's wieder ganz normal weiter, das heißt, morgen geht's wieder auf Arbeit. Ich nehme euch wieder mit und wir schauen mal, wie das dann morgen alles so aussieht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, denkt dran, einmal den Daumen nach oben. Ansonsten abonniert meinen Kanal, die es nicht schon gemacht haben, um zu gucken, wie es ja weitergeht. Und ich wünsche euch noch viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, habt ihr vielleicht bemerkt, ich habe das Intro vergessen. Deswegen gibt es in dem Video kein Intro. Ich meine, den einen oder anderen freut es vielleicht. Okay, jetzt auch wirklich los. Ciao.